ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Augen. Freu dich, dass du sehen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Ohren. Freu dich, dass du hören kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen schönen Beinen. Freu dich, dass du laufen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deinen beiden Händen. Freu dich, dass du greifen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wunderbar bist du gemacht mit deiner großen Nase. Freu dich, dass du riechen kannst, das war Gottes Idee. Voll, voll, Volltreffer, ja ein Volltreffer Gottes bist du. Voll, voll, Volltreffer, du bist wertvoll, ja du. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das ist heute kein normaler Gottesdienst, sondern heute ist der offizielle Abschluss von den Kinderferienspielen, Kinderferienpost. Man ist es so gewohnt, Kinderferienspiele zu sagen, und normalerweise hätten wir auch eine ganze Woche voller Spiel und Spaß und Action gehabt mit über 80 Kindern. Aber dieses Jahr ging das nicht. Und deswegen haben die Mitarbeiter und ich, wir haben uns da was überlegt und dieses Jahr anders gestaltet. Es gab Post, es gab viele Ideen, Bastelideen, Spielideen. Okay, ich lese einfach mal vor. Lieber Theo, Paulus und die Besatzung des Schiffes waren auf einer Insel angeschwemmt. Doch wie schon gesagt, war ihr Abenteuer noch lange nicht vorbei. Sie waren völlig erschöpft an den Strand gestolpert und wussten noch nicht einmal den Namen der Insel. Völlig unerwartet waren sie nämlich auf Malta gelandet. Malta, das ist eine kleine Insel südlich von Italien, und die lag eigentlich gar nicht auf ihrem Weg. Als es Abend wurde, machten sie ein Feuer, um sich ein bisschen vor den wilden Tieren und der Kälte der Nacht zu schützen. Denn selbst im Sommer kann es hier schon ganz schön frisch werden, und es war ja bereits Herbst. Sie saßen abends zusammen und ein paar Seeleute trockneten gerade ihre nassen Socken am Feuer. Da brachte Paulus einen Haufen trockener Äste und warf sie in die Glut. Er hätte genauer hinsehen sollen, denn in das Bündel Holz hatte sich eine kleine grüne Giftschlange verirrt. Im Feuer fühlte sie sich natürlich gar nicht wohl. Vor lauter Schreck sprang sie aus der Glut direkt auf Paulus zu und wie bei einem Reflex biss sie ihm in die Hand. Das alles passierte im Bruchteil einer Sekunde. Da hing sie nun. Es sah fast so aus, als hält Paulus einen Gürtel in der Hand. Doch es war eine Schlange. Sie hatte sich richtig verbissen. Die Seeleute waren geschockt. Unsicher sahen sie sich um. Denn vor Schlangen hatte jeder Angst damals. Waren da vielleicht noch mehr? Doch Paulus schüttelte die Schlange einfach ab, wie eine lästige Fliege. Und als hätte ihn gerade mal eine Mücke gestochen. Lieber Theo, bitte sei trotzdem vorsichtig mit Schlangen. Damit sollte man nicht spaßen. Jedes Kind wusste das damals und auch die Seeleute konnten ihren Augen nicht trauen. Sie beobachteten Paulus, aber da passierte nichts.
Warum wirkte das Gift nicht? Warum saß Paulus da, als wäre nichts? Am nächsten Morgen wurden sie vom Getöse der Wellen geweckt. Paulus stand auf, wusch sich und machte Frühstück. Jetzt hielten sie Paulus für eine Art Gottheit. Aber natürlich war das Unsinn. Gott hatte Paulus beschützt, weil er wollte, dass er sicher in Rom ankommt. Sie blieben ganze 3 Monate auf der Insel und fuhren erst im Frühjahr wieder nach Rom. Dort durfte Paulus in einem Haus wohnen, wurde aber von einem Soldaten bewacht. Immerhin besser als die Kerker, in denen ich schon gewesen bin, dachte sich Paulus. Er durfte sogar Besuch bekommen und fast jeden Tag kamen Menschen in sein Haus. Er erzählte ihnen von Jesus und seinen Wundern und manchmal vielleicht auch von seiner Flucht aus Damaskus, seinem Erlebnis im Gefängnis in Philippi oder auch vom Schiffbruch. Lieber Theo, das war nur ein Bruchteil der Geschichten, die Paulus und seine Freunde erlebten. Gerade arbeite ich an einem Buch darüber. Sobald das fertig ist, schicke ich dir auf jeden Fall ein Exemplar. Beim Titel bin ich mir noch nicht so sicher. Vielleicht sowas wie Geschichte der Apostel oder so. Sei herzlich gegrüßt, dein Opa Lukas. Wow, krasse Geschichte, das ist sehr spannend. Hättet ihr gedacht, dass ihr das überlebt? Nee. Nee, das hätte ich echt gemacht. So eine Freundin von mir, auch eine Schlange. Und die ist echt gefährlich, da muss man wirklich richtig aufpassen. Ja, das waren wirklich auch abenteuerliche Geschichten. Schade, dass er nicht mehr geschrieben hat. Ja, es ist echt was erlebt. Ich bin echt gespannt, dass er sonst noch etwas erlebt hat. Ja. Und also ich frage mich auch, wie alt diese Briefe sind. Also die schauen ja schon echt alt aus. Trägst du mich her, wenn ich müde werde, wenn ich in meine Kraft auf Zehre, führe mich her, führe mich ans Ziel, mach mich bei dir ruhig und still. Schenk mir Flügel, die mich tragen, schenk mir Flügel heim zu dir. Ganz, ganz nahe möchte ich bleiben, ganz, ganz nahe bist du mir, bist du mir. Hörst du mich, Herr, wenn die Stürme toben, wenn ich nichts seh, als die hohen Wogen hallen? Mich ganz nah bei dir, reich mir die Hand, greif nach mir. Schenk mir Flügel, die mich tragen, schenk mir Flügel heim zu dir. Ganz, ganz nahe möchte ich bleiben, ganz, ganz nahe bist du mir, bist du diese Woche, da ging es um Post. Wir haben viele Päckchen ausgeliefert. Ich glaube, 202 Päckchen waren es, oder Dominik? 202 Päckchen wurden diese Woche an den Mann und an die Frau gebracht. Wir hatten einen Lieferservice. Dazu gibt es später noch mehr Infos. Und die Geschichte ging um Paulus. Paulus hat sein Leben so komplett umgekrempelt, dass sogar eine eigene Redewendung daraus geworden ist. Vom Saulus zum Paulus. Das sagt man, wenn jemand sein Leben komplett verändert. Paulus war ein frommer Jude, der sein ganzes Leben sich mit Gott und dem Glauben beschäftigt hat. Der hat wirklich
viel studiert und der konnte wahrscheinlich auch ganz schön viel auswendig. Der Glaube war ihm das Wichtigste auf der Welt. Und jetzt, zu der Zeit damals, als Paulus gelebt hat, kam plötzlich so eine komische Sekte in die Stadt, nach Jerusalem. Und diese Sekte, die haben behauptet, dass ein einfacher Zimmermann aus so einem sozialen Brennpunkt, aus Nazareth, dass der der Sohn Gottes ist. Ihr müsst wissen, dass der Sohn Gottes, das ist was ganz Großes. Die in Israel, die haben darauf gewartet, dass so ein Retter kommt, dass einer kommt, der ihr Volk befreit und der sie ja wirklich frei macht. Und es konnte ja nicht dieser Zimmermann sein, da war Paulus ganz sicher. Das Problem war, dass diese Gemeinschaft von diesen Spinnern, wie Paulus gesagt hat, dass die total schnell gewachsen sind. Also diese Gruppe wurde immer größer. Und das hat Paulus Angst gemacht. Er hatte Angst, dass sein Glaube kaputt gemacht wird. Also hat er angefangen, die Christen zu verfolgen. Er hat die eingesperrt, hat die mit Stöcken geschlagen oder mit Peitschen. Der war nicht zimperlich. Er hat alles getan, um die zu stoppen. Ein paar Jahre später sieht die Welt ganz anders aus. Paulus hat eine neue Lebensaufgabe, und zwar genau das Gegenteil. Jetzt erzählt er überall von Jesus. In der ganzen damaligen Region da, ums Mittelmeer rum. Tausende Kilometer reist er durch die Gegend und nimmt auch viele Gefahren auf sich, wie wir in der Woche auch gehört haben. Also da waren Schlangenbisse, Schiffbruch, er saß im Gefängnis, nicht nur einmal. Oh ja, und manchmal musste er auch fliehen. Und all das, obwohl er vorher so ein Gegner war. Was ist passiert? Haben vielleicht die Christen einfach die richtigen Argumente gefunden und ihn überredet? Das glaube ich eher nicht. Paulus war einer der klügsten Menschen seiner Zeit und gleichzeitig war er sehr leidenschaftlich und hat sich da nicht irgendwie abbringen lassen von seiner Meinung. Also was war passiert? Paulus ist eine Sache passiert, und zwar begegnet er Jesus. Er war gerade auf dem Weg nach Damaskus, wie wir in der ersten Geschichte am Montag schon gehört haben. Die Kinder kennen die Geschichte. Und da wollte er eigentlich auch wieder Christen einsperren und verfolgen. Und mitten auf diesem Weg begegnet ihm Jesus und es haut ihn ganz schön um. Buchstäblich, also er fällt hin, es ist ein helles Licht und er hört eine Stimme und die sagt, warum verfolgst du mich, Paulus? Vor diesem Erlebnis konnte Paulus eigentlich nicht daran glauben, dass Jesus dieser Retter ist. Das war für ihn undenkbar. Und jetzt? Jetzt ist diese Blockade, dass es undenkbar ist, das ist plötzlich weggefegt. Plötzlich versteht er. Vom Saulus zum Paulus. Alles nur wegen einer einzigen Begegnung. So Begegnungen mit Jesus, die haben es oft echt in sich. Also da ist Paulus auch nicht der Einzige. Da gibt es viele Beispiele im Neuen Testament, wo Leute Zweifel verlieren und wirklich mutig werden oder wo sie gesund gemacht werden oder ja, wo sie ihre Blockaden lösen können. Aber diese Jesus-Bewegung, die ist damals nicht so schnell gewachsen, weil da halt ein paar nette Geschichten erzählt worden sind, sondern das hat so eine Anziehungskraft gehabt, weil die Menschen haben gemerkt, ey, das verändert mich, das macht was mit mir. Dieser Jesus, der verändert mein Herz und der führt mich in eine Freiheit. Jesus ist nicht einfach nur eine nette Kindergeschichte. Jesus, das ist Gott persönlich, der eine Freundschaft sucht zu dir. Und so eine Freundschaft, die verändert, die berührt, die heilt und die löst auch Blockaden. Jesus hatte diesen Wesenszug, dass er immer hinter denen her war, die gerade ganz in eine andere Richtung gelaufen sind, so wie Paulus. Und durch sowas passiert Veränderung. Sogar vom Saulus zum Paulus. Amen. Gott mag Kinder, große, kleine, dicke, dünne, kurze oder lange Beine, rotes, blondes, schwarzes Haar. Gott mag Kinder, das ist wunderbar. Gott macht keinen Unterschied zwischen Menschen, die er liebt. Gott liebt alle, das ist klar. Auch uns Kinder, das ist wahr. Gott
war Kinder, große, kleine, dicke, dünne, kurze oder lange Beine, rotes, blondes, schwarzes Haar. Gott mag Kinder, das ist wunderbar. Gott hat alles in der Hand. Kinder, große, kleine, dicke, dünne, kurze oder lange Beine, rotes, blondes, schwarzes Haar. Gott mag Kinder, das ist wunderbar. Gott mag Kinder, große, kleine, dünne, kurze oder lange Beine, rotes, blondes, schwarzes Haar. Gott mag Kinder, das ist wunderbar. Nun wünschen wir allen einen schönen Sonntag, schöne Sommerferien und bis demnächst.